Beate, es freut mich, dass du da das zweite Mal in Hadeck gastierst. Und wie immer begrüße ich alle meine Ausstellerinnen mit einem netten Strauß aus meinem Garten. Zurzeit sind die Rosen angesagt. Also darf ich dir den Strauß so übergeben? Dankeschön. Stich dir nicht, ich werde es dann schön einpacken in die Vase. Ja. Es freut mich, dass Sie alle so zahlreich dieser Einladung gefolgt sind von Magister Beate Zelnicek aus Watzelsdorf. Vorstellen wird Sie dann Ihr netter Studienkollege oder Freund, Dr. Michael Pölzl. Frau Magister Beate Zelnicek malt Figürliches und Abstraktes, liebe Beate, und diese beiden ergänzen einander in wundervoller Weise, hast du geschrieben. Weiche Übergänge und harte Linien markieren das Wechselspiel des Menschen zwischen seinen Gegebenheiten und Sehnsüchten. Hin und her geworfen ist der in der Welt geborgen und ausgesetzt zugleich. Er tanzt in ihr, er kauert in ihr. Zwiespältiges und Vertrautes schwirren gleichermaßen umher. Auf der Suche nach Halt erkennt er tröstliche Bodenlosigkeit des Lebens. Farbe verdichtet und verflüchtigt sich gleich dem Leben als Stimmung in unterschiedlichen Ausformungen. Bewegungen im Spannungsfeld filigraner Prozesse stoben auseinander, um sich an anderen Orten wieder neu zu finden. Dies ist die Eigeninterpretation von Magister Beate Zelnicek zu ihren Werken. Es freut mich wahnsinnig, heute hier sein zu dürfen in Hadeck, zum ersten Mal in der kleinsten Stadt Österreichs, in der kleinsten Galerie. Und umso schöner für mich ist es, dass ich für Beate heute ein paar Worte sagen darf, da wir sehr gut befreundet sind. Und das Besondere daran ist, dass sie mich teilhabe haben lassen an ihren Gefühlen zur Kunst, die sie auch mit Poesie umschreibt. Und das Großartige ist, das hat auch Brigitte schon erwähnt, sie hat alle Zitate gebracht, die sie erwähnen wollte. Dankeschön dafür. Nein, es ist umso besser, weil ich hätte das nicht so schön wiedergeben können. Das Besondere ist, dass Beate nach einem großartigen, erfolgreichen Studium, das sie bis Wien und Jena geführt hat, auch als Kulturmanagerin gearbeitet hat, in diesem Bereich als Assistentin für die Kunstmeile Krems, nur um zum Werdegang auch etwas zu sagen, und dass sie jetzt schon seit einigen Jahren als selbstständige Künstlerin, und das ist wirklich eine Sache, auf die man sehr stolz sein kann, wenn jemand den Mut hat, in Zeiten sich der Kunst so zu widmen, dass man auch versucht, davon zu leben. Darum sind auch alle Bilder käuflich zu erwerben natürlich, was ganz wichtig ist. Aber wesentlich ist, dass sie dann auch in viele Einzel- und Gruppenausstellungen bereits gemeistert hat, die sie bis nach Rom geführt hat. Hadeck ist sozusagen der nördlichste Punkt, glaube ich, von den Ausstellungen. Der südlichste, also Rom. Hadeck ist auch bekannt für einen guten Wein, glaube ich, was auch ganz wichtig ist. Aber was ich noch sagen möchte, nicht nur zur Kunst von Beate, dass eben die Polarität in ihrem Werk eine ganz große Rolle spielt und sie sich selbst als Umwandlerin dieser Poesie sieht, die man eben in Bildern viel besser darstellen kann, auch oft in den eigenen Worten, wobei ich zur Beate das letzte Mal bei der Autofahrt gemeint habe, dass sie unbedingt ihre geschriebenen Worte mit den gemalten Bildern zusammenbringen muss, und darum bin ich dankbar für die Zitate, die gebracht worden sind. Mhm. Und das ganz Großartige ist, der Titel der jetzigen Ausstellung lautet ja Felsstürze und andere Ansichten, und ich habe Beate kurz vor der Eröffnung eben noch gefragt, was sie mit Ansichten meint, eben nur andere Bilder oder eben andere Meinungen, und sie hat beides gemeint. Also es ist immer alles zwiespältig, doppeldeutig, wie es eben die Polarität in ihrem Werk das auch sehr schön zeigt, und das Besondere, es ist figurlich, abstrakt, immer mit einer schwebenden Poesie, ich glaube, so kann man das sehr schön umschreiben, und sie schafft es wirklich als Umwandlerin dieser Gefühle, dieser Poesie, das in den Bildern auch uns als Publikum zu zeigen. Und da wünsche ich heute noch Ihnen viel Interesse bei den Bildern, dass Sie da etwas mitnehmen können, und möchte jetzt noch den Herrn Bürgermeister bitten, einiges zu sagen. Dankeschön. Ja, ich habe mal ganz kurz vorher die Bilder, die heute ausgestellt werden, angesehen, und es freut mich, diese Polarität, die hat mich sofort irgendwie fasziniert oder angesprochen. Ich habe so ein bisschen in den Titeln entdeckt, oder wenn man hernimmt, die Felsen, diese grafische Darstellung und dann die Felsstürze, die eigentlich ja was Dramatisches, was Negatives, sage ich mal, sind, aber in ihren Bildern
ganz farbenfroh und eigentlich sehr prächtig daherkommen. Also auch da glaube ich diese Polarität. Felsen gibt es in Hardegg natürlich, Felsstürze nicht, Gott sei Dank. Aber heute gibt es welche und die sind wirklich wunderschön anzusehen und offen für viele, viele Interpretationen und auch eigene Gedanken, die man hineinlegen kann. Also dafür darf ich gratulieren und Danke sagen für Ihre Ausstellung. Ich wünsche Ihnen und euch allen viele Inspirationen, auch mit unserer heutigen Künstlerin, mit diesen Bildern, die sie hier ausgestellt hat, die wirklich ganz toll sind. Und Ihnen natürlich viel Erfolg auch weiterhin auf Ihren künstlerischen Weg. Und wenn Sie schon das zweite Mal da sind, das ist ein drittes Mal, ist ja immer, freuen wir uns natürlich auch wieder vielleicht irgendwann einmal auf neue Bilder, neue Werke. Und damit darf ich jetzt auch offiziell, das ist über meinen Part, diese Ausstellung eröffnen. Danke sehr. Zeit nimmst immer jetzt. Ja, danke, vielen Dank.